Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger. Ich adressiere heute ausnahmsweise mal nicht meine Kollegen im Plenum. Warum auch? Liebe Kollegen von der FDP, der vorliegende Antrag führt in die gleiche Stoßrichtung wie der letzte Antrag mit der Drucksache 16/5033. Erst Kassenkredite einschränken, jetzt Grundsteuerbremse einführen. Natürlich noch Neuverschuldung ausschließen, Gymnasien bauen, Inklusion stärken, bla bla bla. Grundsätzlich ist an dem Antrag nicht viel falsch. Wir haben es auch bei dem letzten Antrag im Ausschuss enthalten. Aber isoliert kann man das halt nicht betrachten. Welche Vision steckt denn dann hinter diesen Anträgen, die sich lesen, als würde Ihre Fraktion hier Buzzword-Bingo spielen? Herr Kollege Abrustadt, können Sie hier demnächst in deutlichen Worten wiedergeben, was in den Kommunen in NRW passiert, wenn Ihre Forderungen, die in Ihren Anträgen formuliert wurden, tatsächlich umgesetzt würden? Sind Sie für eine Erhöhung der Zuweisungen über das GfG oder fordern Sie eine Erhöhung des Stärkungspaktes? Normalerweise kommt dann eine x-beliebige Floskel am Ende. Wir stimmen der Überweisung zu und freuen uns auf die Beratung im Ausschuss. Danach beantragen Sie eine Anhörung. Ich glaube, das haben Sie eben sogar auch schon gesagt, genau wie beim letzten Mal. Im schlimmsten Fall kommt es dann zu einer forcierten Einzelabstimmung der Punkte. Wir sollten den Menschen da draußen vielleicht mal erklären, wie belanglos dieses Verfahren und damit auch die Anträge sind. Zuletzt hat die rot-grüne Koalition im Ausschuss gegen den Satz gestimmt, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, der Landtag bekennt sich zum bündischen Prinzip und zu seiner Finanzierungsverantwortung für die kommunale Familie. Das war einigen Abgeordneten so peinlich, dass sie es kaum geschafft haben, die Hand zu heben im Ausschuss letzte Woche. Aber das ist wohl Ihr Konzept, wenn man Sie hier im Plenum sieht, wie Sie andauernd gegen die Landesregierung wettern und mangelnde Sparbemühungen attestieren. Jetzt stellen Sie mit einem weiteren Antrag sich ins Plenum und wollen ernsthaft, abgekoppelt vom Gesamtzustand des Finanzausgleichs, die Forderung nach einer Grundsteuerbremse diskutieren. Diese Taktik ist so durchschaubar und gleichsam nutzlos. Sollte die FDP, die CDU, als auch die SPD und die Grünen bereit sein, über eine wirklich zielführende Neuausrichtung der kommunalen Finanzpolitik zu sprechen, dann lassen Sie uns das tun. Das wäre dringend notwendig. Wir sind heute aber einfach mal überraschend ehrlich und stellen fest, dass sich Rot-Grün krampfhaft auch an den letzten Strohhalm des Stärkungspaktes klammert und die CDU und FDP konzeptlose Anträge wie den vorliegenden Beitrag hier ins Plenum einbringen, ohne auch nur annähernd an die Ursachen heranzugehen. Während des Auftritts von Herrn Minister Jäger bei der NRW-Bank vor 3 Wochen gab es noch Applaus. Mittlerweile hat sich ein kleiner, weltweit eher unbedeutender Staat von der Stabilität zum Euro verabschiedet. Fast wie abgesprochen pumpt die EZB massiv Geld in den Euroraum, um die eigene Währung zu entwerten. Da taucht das nächste Problem auf. Vielleicht kann mir sowohl die SPD als auch die FDP oder gar der Minister erklären, wie eine Stadt wie Essen sich selbst aus dieser Lage noch befreien soll. Die ansässigen Energieunternehmen gehen pleite. Sie zahlen zumindest nur in geringem Umfang Steuern. Jetzt sollen Kassenkredite reglementiert, auf Wunsch der CDU eine Neuaufnahme von Frankenkrediten verboten werden und gleichsam die Grundsteuer herabgesetzt werden. Das kann doch kein Mensch mehr ernst nehmen. Und dass sich die Stadt über die übergroße Landesaufnahme für 800 Flüchtlinge die eigenen Ausgaben einspart, ist doch keine Leistung, auf die man stolz sein sollte. Und den Haushalt wird das auch nicht sanieren. Herr Kollege Herrmann, Entschuldigung, dass ich jetzt auch Sie unterbreche. Lassen Sie uns doch mal mit den Kämmerern darüber reden, aber offen bitte. Sich an diesem Antrag positiv oder negativ abzuarbeiten, wäre falsch. Mit Sicherheit brauchen wir für eine nachhaltige Konsolidierung eine Entlastung aus dem Bund. Aber wie peinlich ist das denn hier, wenn die CDU mit dem SPD-Ministerium streitet, in welcher Art und Weise mögliche im Raum stehende Entlastungen in den Stärkungspakt einzurechnen sind? Meine Damen und Herren, verabschieden Sie die notwendigen Gesetze und lamentieren Sie hier nicht rum. Machen Sie Druck auf die Entscheider im Bund. In Teilen haben Sie diesen lächerlichen Koalitionsvertrag im Bund schließlich mitverhandelt. Am Ende habe ich noch einen Vorschlag in Richtung der Fraktion der FDP. Überlegen Sie sich doch mal, ob nicht noch eine Möglichkeit besteht, den Kommunen noch weitere Einnahmequellen zu nehmen,
damit man auch die letzte Dienstleistung der Kommunen gezwungenermaßen in Public-Private-Partnership-Projekten ausrichten muss. Spätestens, wenn wir nur noch Public-Private-Partnership-Bürgermeister haben, kommt vielleicht auch die Gesellschaft ins Grübeln darüber, was Sie hier vorschlagen. Die Redezeit. Natürlich stimmen wir der Überweisung zu, aber das ändert nichts daran, dass keine Fraktion tatsächlich Interesse hat, über Neuerungen in der Finanzierungsfrage zu reden. Danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Kollege Herrmann. Für die Landesregierung.